Hallo und willkommen beim Whisky-Nerd. Und heute sind Sie wieder beim Marienhof Kausel. Und heute haben wir das Royal Malt Royal Duo. Der erste Malt Royal wird ausschließlich in frischer österreichischer Eiche gelagert. Und der zweite wird in Mariendessertwein fässern. Also, die was vorbelegt wurden mit Mariendessertwein. Das klingt schon mal sehr interessant. Dann sehen wir uns das Ganze einmal an. So, lala. Ah, schöne dunkle Farbe. Ui, so, lala. Wir haben hier 40%. Die haben ja ebenfalls 40%. Na ja, der wehrt sich. So, da. Ein deutlicher Farbunterschied. Hier mal der. Aus der frischen österreichischen Eiche. Und hier haben wir einmal den aus dem Mariendessertweinfass. Der ist doch schon etwas heller. So. Mal an. Frische österreichische Eiche. Schöne Nase. Sehr würzig. Röstaromen. Entschuldigung. Dürfte gut ausgebrannt worden sein, das Fass. Karamell. Ja, probieren wir mal. 40%. Sehr würzig. Karamell. Doch schon etwas Eiche. Abgang malzig. Ja, kürzerer Abgang. Ja. Schauen wir mal, ob der Maridler mehr kann. Schöne Nase. Man riecht ja schon leicht den Hintergrund der Marille. Mit jetzt mehr. Oh.
Schauen wir mal. Schön süß, frischer, viel angenehmer als wie der aus der österreichischen Eiche. Schön Karamell, Vanille. Die Marille, sehr schön. Kommt mir so ähnlich vor wie der Fahrthofer mit seinen Birnen des Jahrwein. Ja, der gefällt mir schon besser. Dann nochmal. Ja, also der Malt Royal mit dem Marienfass, der gefällt mir schon besser. Ja, die frische österreichische Eiche, na, nicht ganz so meines. So, nochmal zu Thema Beurteilung. Ich beurteile hier nur den Geschmack. Preis-Leistung lasse ich da eher weg. Sonst müsste ich die ganzen österreichischen Whiskys einer mit dem Preis. Sind da manche doch etwas teuer. Und ich lasse eigentlich komplett auch bei den schottischen, also überall, den Preis weg. Ist mir auch egal das Alter oder von welcher Destillerie das hier kommt. Für mich ist ja, fangen alle Whiskys bei Null an, egal wie sie heißen, von wo sie kommen. Und hier geht es mir rein nur um den Geschmack. Und dafür habe ich mir entschieden, für ein leichteres Beurteilungssystem. Weil ihr habt ja gesehen, in Österreich liegen die Whiskys auch eher knapp zusammen. Und nicht, dass jetzt immer sagen, es ist 84, 85, 86. Habe ich mich jetzt in den letzten Wochen nochmal hingesetzt, alle Whiskys nochmal probiert und eine neue Liste erstellt. Die zeige ich euch. Ihr könnt es unten in die Infos dann nachsehen. Und jetzt würde ich sagen, den Malt Royal aus dem frischen österreichischen Fass. Der hat mir leider nicht so gefallen. Nicht ganz mein Geschmack getroffen. Eher eine minus 2. Und der hier. Der hat mir schon wirklich recht gut gefallen mit der Marille. Den könnte ich mir vorstellen. Ja, da könnte schon in die 2 Plus rutschen. Da könnte er schon, ja, da hat mir wirklich mit der Marille hat mir sehr gut gefallen. Also wenn, würde ich mir dann doch die Marille kaufen, die ist wirklich sehr gut. Das kenne ich schon von Fahrthofer mit diesem Birnendessertwein. Und da gefällt mir der hier mit der Marille auch sehr gut. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein paar Abos von euch würde ich mich recht freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Nerd. Ciao!